Ja, hallo, grüßt euch, servus, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich hier auf dem Kanal vom PVBOK und weiter geht's hier mit Sniper Elite 4. Wir sind in der siebten Mission, die nennt sich Villa Giovi Figrini, ich krieg's immer nie raus, Figrini, und wir sind jetzt hier beim fünften Teil. Es geht definitiv nahtlos weiter. Und ich habe euch jetzt mal hier die Übersichtskarte drinnen, was ich bis jetzt erreicht habe. Also wenn man sich das hier unten anschaut, da habe ich noch nicht viel gefunden, ne? Also da bleibt einem noch ein bisschen was offen. Aber das werden wir schon irgendwie vielleicht noch hinkriegen, dass wir das alles noch finden, was hier zu finden ist. Ich meine, Personen habe ich eigentlich soweit alle durchsucht. Kann natürlich sein, dass in irgendwelchen Häusern noch Material ist, was ich nicht gefunden habe. Aber ich kann ja nicht jedes Haus durchsuchen. Jo, und dann machen wir weiter. Setzen wir mal schnell den Kopfhörer auf. Und ja, die schießen hier wie die Wilden. Ich weiß nicht, auf wen die schießen, ob da die Partisanen kommen. Nachdem, dass ich hier so gut wie alles aufgeräumt habe. Auf jeden Fall kommt es irgendwo von da vorne oder von leicht links. Weiß es nicht. Wir werden uns einmal der Sache etwas widmen hier. Und schauen mal, was hier Sache ist. So, da liegen die ganzen Trümmer rum. Also es ist von dort drüben, schießen sie wie die Geisteskranken. Warum auch immer. Na schön. Wie weit kann man denn da laufen? Muss natürlich bloß aufpassen, dass ich da nicht irgendwo reinlaufe. Au, verreck, Kaffeehaus. Jetzt weiß ich, wo die geschossen haben, ne? Hoho. Ah, da ist ein ganzes Lager vor denen, hä? Hoho, verreckt, Kaffeehaus. Ach, du ahnst es nicht. Wo bin ich denn jetzt? Die kommen mir etwas zu nah hier, die ganze Meute. Können wir eins machen? Wir legen jetzt ganz einfach mal unsere Sprengfallen. Ja, das sollten wir machen. Und dann sollten wir hier vielleicht auf der Straße auch mal was liegen. Vorsichtshalber. No. Boah, das sind ja hier Massen, ne? Von wo können die denn da runterkommen? Ist da eine Möglichkeit? Oh ja. Oh. Upsala. Aha, das ist der Scharfschütze. Spieler gesichtet. Von wo? Ah, von Bonn.
gut. Kann ich jetzt hier noch eine Mine legen? Ach, Scheiben. Da kommen wir jetzt dran vorbei. Geht das schon wieder los? Sind die jetzt da nicht in meine Falle reingelaufen? Sonst nichts. So stehe ich jetzt aber auch nicht ganz. So stehe ich jetzt nicht ganz. Mal schauen, ob meine Falle ausgelöst worden ist. Nö. Die ist nicht ausgelöst worden. Ist halt keiner rumgelaufen. Na, dann stecken wir sie halt wieder ein. Volltreffer. Dann stecken wir sie wieder ein. Dann nehmen wir halt unser Zeug wieder mit. Na komm, geh hin. Naja gut. Okay. Wenn das so ist. Oh, das sind drei. Vielleicht? Vielleicht? Komm. Wir stehen unter Beschuss. Entdeckung. Komm runter. Los. Die wollen wahrscheinlich gar nicht runter, ha? Das hält sich im Kopf nicht aus. Nee. Also, in meine Fallen habe ich da nicht recht viel Glück. Such ihn! Ja, such ihn! Runter, runter! Wo ist denn der andere? Und du, Schnupfkopf. Komm.
Okay. Na komm raus aus deinem Haus, du. Mhm. Hol dich schon. Nimm dich mit. Das hier wird sehr nützlich sein. Oh oh, ist auch nicht fürchterlich. Noch eine? Achso, in das Haus komme ich da nicht rein. Hä? Schauen wir mal. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da war eine Sprengfalle. Sauber, sag ich. Sauber wer? Da ist noch ein. Lass die nicht durch. Das war natürlich nicht schlecht gemacht. Das wird sehr nützlich sein. Das war nicht schlecht gemacht von denen hier. Oh, die haben da aber. Ah, nicht schlecht, Herr Specht. Nun wieder. Und ich bin da reingerannt, ohne zu schauen, ne? So, mein Freund. Ja, da liegt hier noch mehr Zeug rum. Irgendwelche Sprengfallen. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Da gibt's nichts mehr zu finden, hat er gemeint. Da kann ich mich aber jetzt einmal heilen. Das ist nämlich nicht verkehrt. Okay. Ah, da gibt es ja einen Haufen Zeug. Ja? Ah, was? Das da? Noch irgendwas? Das da? Da vielleicht auch noch Papiere? Nö. Papiere gibt es keine. Was ist denn das? Magazin? Okay. Kotz nicht dahin gestreckt. Genau, Funkerkill. Der funkt auf jeden Fall auch nicht mehr. Jetzt ist auch ausgefunkt, ne? So, und von denen traut sich natürlich jetzt wieder keiner vor. Ah, die gehen wieder zurück. Okay. Ja, in dem Fall gehen wir halt wieder. Mein Gott, das ist doch ein Querch, ist das hier. Okay, also die Sprengfallen haben wir, glaube ich, jetzt alle beseitigt. Da liegt doch noch was, ne? Okay, Dokumente. Na gut.
Da räuchelt es ja immer noch. So, was sieht man denn von hier oben? Erst einmal schauen, ob da alles safe ist. Das war der Scharfschütze, glaube ich. Mein Gott, geht's da rund. So, wo kann man denn da hin? Nirgends. Kann ich hier rüber kraxeln? Geht es? Ne, da kann ich nicht rüber kraxeln. Na schön. Dann gehen wir wieder hinunter. Da ist auch nichts für mich. Okay. Warum wollen die nicht kommen? Weil ich baue immer so schöne Fallen auf. Schaltet sie mir nicht. Naja, dann bauen wir die halt wieder ab, die Fallen. Das ist halt. Ja, das ist halt schon blöd, wenn du da deine Fallen aufbaust und. Ein Koi-Mensch läuft rein. Böhm. Sein Werk ist überall zu sehen. Naja, schön animiert ist es schon, ne? Das Wasser springt zwar ein bisschen komisch, aber na gut. Es kann ja nicht immer alles perfekt sein. Aber schön gemacht ist es schon. Kann man nichts sagen. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ja, kannst du den jetzt durchsuchen? Und die Partisanen schießen und schießen und schießen. Fensterläden bewegen sich auch im Wind oder so. Das ist auch nicht schlecht. So, haben wir jetzt hier alles? Oder gibt es hier noch ein bisschen Munition? Ne, das haben wir alles. Gut, dann brauchen wir da hinten weiter eigentlich auch nicht rumrennen. Würde ich mal denken. Ne, da ist alles zu. Piff, paff, puff macht's überall. Ah, das ist wahrscheinlich die Schießen von der Villa. Na gut, sollen sie es machen. Okay. Kleiner LKW. 60 EP. Na gut, Kleinvieh macht auch Mist. Na, eine Explosion fehlt doch noch eigentlich. Sind doch immer drei. Na, siehste, geht doch. Geht doch, wer sagt's denn? So, dann nehmen wir halt da unser Zeug auch wieder mit. Und dann schauen wir jetzt noch einmal auf die. Ja. Nee, ich muss da noch ein bisschen was erledigen. Ich habe ja noch nicht alles erledigt. Haha. Feldlager zerstören. Das müssen wir erst noch machen. Okay. Zerstören wir das Feldlager. Das ist da hinten. So ist es da hinten. Naja gut, dann ist es da hinten. Das habe ich jetzt irgendwie ja, geistig irgendwo in einer anderen Richtung gesehen.
Alles gelootet. Alles gelootet. Achso, das ist das hier. Jetzt schauen wir halt mal vorsichtshalber hier rein. Ja, okay, Munition. Aber keine Schriftstücke. Zumindest wurde mir nichts angezeigt. Müssen wir jetzt da jedes Haus durchsuchen oder was? Nee, nee, da kommt man ja gar nicht rein. Da oben rum will ich gar nicht. Okay. Oder auch nicht okay. Naja, die werden das schon so gemacht haben, dass man nur in die Häuser kommt oder kommen muss, die auch notwendig sind, um vielleicht bestimmte Sachen zu finden. Ja, da haben wir ganz schön aufgeräumt. Donnerwetter, du. Das ist ja schlimm. Ups, da hätte ich doch beinahe was übersehen. Das brauchen wir auch noch. Genau. Wer weiß, was ich nicht noch alles übersehen habe. Droht da irgendwo Gefahr? Negativ. Munition. Ja. Und der Schlumi da, der hat nichts für... Wieso sind denn da schon wieder Leute? Ach Mano, wo kommen denn die bloß alle her hier? Das gibt's doch gar nicht, hey. So, und mich würde mal interessieren, wo die immer alle herkommen. So, wie geht es denn jetzt weiter? Das hätten wir. Okay. Das ist das da drüben, jawohl. Und da haben wir noch ein Feldlager. Da werden wir erst einmal zu dem Feldlager gehen und bei dem Häuschen ist noch was. Okay, da müssen wir über den Grande Canale müssen wir da. So. Wir rennen da oben rum. Da oben einer. Okay, Lungentreffer. Marari. Noch irgendwo so ein Schneichzapfen. Ach, Mann, um wieder. Also momentan wird mir nichts angezeigt. Da drüben. Na gut, da kann ich nicht einwirken. Oh, da läuft noch einer auf der Brücke rum. Mein Gott. Kannst du nicht einfach so auf der Brücke rumlaufen? Was bist denn du für einer? Mach ich da noch was? Ne, momentan nicht. Oh oh. Ja, das ist halt ein Problem, wenn man seinen Kopf überall rausstreckt. Also da schaut es ja erst einmal ganz gut aus. Jetzt
Zumindest sehe ich jetzt nichts. Doch, da sehe ich doch was. So, und? Was ist das jetzt? Rennen da noch mehr rum. Na gut, dann geht es erst einmal über die Brücke. Über den Canale Grande. Wir kommen der Schießerei immer näher. Oh, verreck, Kaffeehaus. Was sind die Guten? Jetzt schauen wir mal, ob wir da... einwirken müssen. Rotbauer hat Beweise zu Böhms Plänen. Die muss ich haben. Oh, die schießen sich da ja wie die... wie die Wilden. Ja, okay. Macht ihr euer Ding, ich mache jetzt erst einmal, was, keine Munition mehr, hat er gesagt. Ja gut, die sollen erst mal ihr Ding machen, ich mache jetzt meins. Weil ich muss jetzt hier erst einmal... auf der Brücke, auf der Brücke, auf der Lauer, auf der Mauer. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Hat der keine Munition für mich übrig? Aber wie finde ich das? Das finde ich doch ganz schlecht. Sonst ist nichts mehr zu finden. Am Eck. Wollte ich doch jetzt gerade sagen, an dem Eck von dem Haus. Da ist doch so ein Böser. Hey, nein. Der macht immer Zeug, macht der mit mir hier. Jedes Mal hüpft der da drüber. Aber ich glaube, das ist meistens mein Fehler. Ich glaube, ich komme da mit dem Daumen immer auf die verkehrte Taste. Gut, jetzt hätten wir eigentlich da aufgeräumt erst einmal wieder. Gut, dann geht's weiter. Dann müssen wir das nächste Geschütz zerstören. Und dann müssen wir uns um den Rest dort oben kümmern. Wie spät haben wir es denn? Da haben wir noch... Mann, die habe ich nicht gesehen, Leute. Ich laufe da die Straße jetzt da lang. So richtig, wie soll man sagen, eher in Gedanken verloren. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Das ist alles. Ich habe gedacht, das ist wirklich feindfrei. Aber dem war nicht mehr so. Jetzt müssen die da oben von dem Berg gewesen sein. Rechts oben. Natürlich fataler Fehler, ne? Sowas. Aber na gut, wir haben's. Oh Gott, 1, 2, 3, 4 Leute. Da kommt
man ja nirgendwo hoch. Fein zu. Kommt man da hoch? Okay. Aber die sind da oben erst einmal gut aufgehoben. Feldlager. Was haben wir denn hier noch alles? Da geht's da irgendwo auf. Wie komme ich dann auf? Da muss ich den Weg. Ach, da laufen auch wieder zwei rum. Kann ich da rauf? Da schaut es mir eher aus wie ein Tunnel. Hä? Kann das sein? Also das ist schon ein Tunnel hier, aber komme ich da rauf? Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Was haben wir denn da oben? Oh oh, Shitkram. Warum habe ich jetzt geschießt? Direkt Kaffee haben. Gut, dass ich da wieder mal in so eine Sprengfalle reinlaufe, ne? Ich kenne mich doch. Ach du Scheibenkleister. Genau. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Da hinten auch noch LKW und Zeug geworden. Oh Mann, oh. Ach, du ahnst es wieder nicht. Seite. Bringt mir das was, wenn ich da hochkraxel? Wahrscheinlich nicht. Von da oben weiß ich nicht, ob ich da einwirken kann. Das schaut nicht so aus. Ne? Schauen wir mal. Oh je. Da kommen wir von der Seite da ran. Nein, ich kann da nicht einwirken. Aha. Von der Seite. Oh, ich kann da einwirken. Aber nur mäßig kann ich einwirken. Ah, da ist noch ein so ein Schlummi gewesen. Da ist einer. Da ist doch einer rumgerannt jetzt gerade.
Ach ja. Na, wo ist er denn? Der hat sich zurückgezogen. Also den... Ah. Kann doch nicht sein. Zeigt euch. Okay. Was haben wir denn da unten? Da haben wir ja ein Köpfchen. Heieiei, das ist ja hier. Der reinste Wahnsinn ist das ja hier oben. Okay. Du bist auch hinüber. Kann ich da runter? Ja, schaut eigentlich ganz gut aus, gell? So, was haben wir denn? 23.10 Uhr. Wir haben also noch ein paar Minütchen, haben wir noch. Also muss ich mich doch jetzt hier auch noch einklinken, hä? Ja, wenn du immer alles hier selber machst, die Partisanen, die wären ja nie fertig geworden. Die hätten es doch nie Kraft. Da schaut's ja aus. Da schaut's aus. Wie auf dem Massenfriedhof. Mehr finde ich nicht. So, jetzt trauen sich die Partisanen auch nach vorne, ne? Das ist natürlich fein. Fein, sag ich. Ich mach die Drecksarbeit und die hocke sich ins gemachte Nest, ne? Ja, sauber, sag ich. So, gibt's hier irgendetwas? Nein, gibt's nicht. In dem Zelt? Ist da irgendwas drin? Wieso komme ich da nicht rein in das Zelt? Weil ich gegangen bin verkehrt. Ah, das Gewehrchen, das wollen wir nicht. Nein, das Gewehrchen wollen wir nicht. Gibt es hier vielleicht nochmal irgendetwas, was irgendwas Geheimes? Oder was nicht Geheimes? Was hat denn der da? So, was sind das? Munition, okay. Brauche ich nicht, kriege ich nicht, habe ich nicht. Doch, die schon. Und was ist das? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich krieg's nicht. Na gut. Was war das? War da hinten noch was? Was ist denn das? Ach so, Waffe war das. Okay, naja, Waffe brauche ich keine. Ich habe ja selber mein Zeug. So, jetzt kommen wir der Sache dann schon mal langsam näher hier hoffentlich. Also das gibt auf jeden Fall locker noch eine sechste Mission. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Na schön. Läuft er auf die verkehrte Seite. Außen eher elendiger. So, und dann sollten wir verschwinden, ne? Da komme ich nirgends. Ja. Optionales Ziel. So, okay.
So, und dann. Die laufen da unten, die zwei. Ach nein. Ich habe aber keine Lust, dass ich jetzt da runterrenne. Kommt man da irgendwo hin? Kann man auf die irgendwie einwirken? Nein, kann man nicht. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Minütchen. Wir haben noch nämlich ein bisschen Zeit, haben wir noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Da. Mein Gott, kommen die da einen Berg rauf? Und wie komme ich den Berg runter? Was? Ich könnte bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausnutzen. Oder so. Die kommen den Weg hoch. Zurück. Ach, der ist so weit weg. Wo ist er denn? Ach, da. Okay. Gut. Du hast es überstanden, Freund. Ja, also der hat es überstanden. Der andere da unten auch. Sonst nichts. Müssen wir da ganz runter, ne? Bloß weil der Schnuffel da liegt. Der hätte nicht zurücklaufen brauchen, nicht? Der. Aus dem Berg. So, was haben wir denn da noch alles Schönes? So, dann schauen wir doch einfach mal auf die Karte. So, wir hätten den Rot und den Rotbauer. Das haben wir alles erledigt. Töte Rotbauer, finde heraus, ob er versteckt hat. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wahrscheinlich erst die Informationen finden und dann den töten und dann ist das Spiel wahrscheinlich aus. Also die Mission zumindest, ne? Also gut, dann müssen wir jetzt wieder rumrennen. Das ist das reinste Rennspiel hier. Ohne Kompass renne ich hier rum und habe mich noch nicht verlaufen. Welch ein Wunder. Ja, wo ist das jetzt? Muss ich jetzt hier rüber? Ja, schätze ich einmal, ne? Ja, du Partisan. Ach, die haben nichts. Leiche durchsuchen. Okay. Machen wir das? Gibt's da was für mich? Nee. Ja, die hatte ich doch, glaube ich, durchsucht. Ach nee, das sind Partisanen sind das. Das sind Partisanen. Ja, die haben sowieso nichts für mich. Eieieiei. Oh, da rennen da auch schon wieder welche in dem Haus rum. Da. Irgendwo komme ich da hin in das Haus. Ja, da ist jemand. Kommt man da hin? Nee, warum kommt man denn da nicht hin?
Na komm. Komm, zeig dich, du Schlingel. Du kleiner Schlingel. Zeig dich doch mal. Was, du hast was gesehen? Ja, freilich. Was willst du gesehen haben? Du hast doch nichts gesehen. Das hast du vielleicht gesehen. Kommt man da irgendwie rein in das Häuschen hier? Ja, wo bist denn du? Ah, da bist du. Haltet euch außer Sicht weiter! Oh, ist zu spät. Da war ich zu spät. Oh oh. Naja, gut. Eigentlich wollte ich ja rennen, aber ich konnte nicht rennen. Oder es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ja, ist ja gut. So, und jetzt muss ich wieder schauen, wie ich dann aufkomme. Ich auch nicht fürchterlich. Ach, das sind schon wieder solche Schlummis. So, jetzt sind wir bei dem Bunker. Ja, genau. Kommen wir da rein? So, wo ist der Tote? Ich habe doch da einen abgeschießt. Oder ist das ein anderer Bunker wieder? Naja, möglich ist ja alles, dass die hier verschiedene haben. Okay, siehst du? Ja, Leute. So kann's gehen. So kann's gehen. Jetzt sind wir gleich. Habe wohl alles verwendet. Nicht am Ende, eingesetzt. Aber wir haben jetzt hier das gleich erledigt. Was war denn das hier? Was hat denn da geblinzelt? Ah ja, okay. Das müssen wir noch fertig machen hier. Und dann müssen wir die sechste Mission, den sechsten Teil müssen wir dann anfangen. Und dann sind wir auch durch, weil viel ist jetzt nicht mehr. Na komm. Okay, dann verstecken wir uns halt wieder mal. Gibt es hier was zum Einsammeln für mich? Nö. Gibt nichts. Bums. Bums Siege. Da bin ich wohl auf Gold gestoßen. Puh, jawohl. Einwandfrei. So, okay. Wir haben die halbe Stunde rum. Locker rum, ne? Das heißt, Leute, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich gefreut. Freue mich auf Likes, Kommentare und natürlich auch auf Abos. Wäre natürlich ganz nice, wenn ihr meinen Kanal weiterempfehlt, ich dadurch Abonnenten bekomme.
wenn es euch gefallen hat, ne? Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das mit dem Daumen nach unten machen, aber dann, jetzt liegen sie auf einmal da, ne, die zwei. dann könnt ihr natürlich das mit dem Daumen nach unten machen, aber dann bitte mit Kommentar, damit ich weiß, was euch nicht gefallen hat und was wir gegebenenfalls ändern könnten oder müssten. Wird natürlich nicht immer gleich möglich sein umzusetzen, weil ich nehme ja immer mehrere Aufnahmen hintereinander auf. Das heißt also, es würde dann eine Zeit dauern, bis das umgesetzt werden kann. Bloß damit ihr Bescheid wisst. So, jo, also, dann schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr einige Links. Wäre schön, wenn ihr da reinschaut. Und ich lade euch natürlich ein zum sechsten Teil. Das wird dann der letzte sein. Der wird auch nicht eine halbe Stunde gehen, denke ich mal. Vielleicht Viertelstunde oder sowas. Und ja, dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Danke, tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.